Schönen guten Abend. Mein Name ist Gerd Weibel. Wir sind vom Yamato Karate Verein und es freut uns, dass wir euch heute Karate vorstellen dürfen. Karate, das Wort kommt aus dem Japanischen und heißt leere Hand. Leere Hand deshalb, weil im Karate wird ohne Waffen, ohne Schwerter oder ohne Stöcke gekämpft. Also die Abwehrtechniken und Angriffstechniken erfolgen ausschließlich mit den Händen, mit den Armen und mit den Füßen. Das Karate-Training selber ist sehr vielseitig. Das fängt an von einem Grundtechniktraining, das genau im Takt des Trainers gemacht wird, bis hin zum freien Kampf. Und wir wollen euch heute einige Elemente aus dem Training vorführen. Auch wenn die Akteure von heute alles Männer sind, Karate ist also nicht nur ein Sport für Männer, sondern wir sind im Verein 100 Leute und ich schätze mal, dass die Hälfte davon Frauen sein und Mädchen. Also Frauen und Mädchen, das heißt auch, dass es eigentlich von kleinen Kindern aufwärts geht bis zu den alten Herren. Was ich noch sagen wollte, wenn wir euer Interesse erwecken und der eine oder andere sagt, wow, super, das gefällt mir, wollte ich immer schon machen, freut es uns natürlich, wenn es bei uns im Verein vorbeischaut. Bei uns fängt auch im Oktober jedes Jahr ein Anfängerkurs an, also ein eigener Kurs für Mädchen und Buben und ein eigener Kurs für Erwachsene. So, jetzt genug der Worte. Ich möchte euch die Akteure vorstellen, in der Mitte drinnen. Unser Präsident, Träger des vierten schwarzen Gürtels, zigfacher Staatsmeister, Weltmeisterschaftsteilnehmer, der Michael Schafferer. Links daneben sein jüngerer Bruder, Träger des dritten Dans, auch mehrfacher Staatsmeister, amtierender Staatsmeister zurzeit auch und eben auch Teilnehmer der Weltmeisterschaft, Matthias Schafferer. Und ganz rechts außen, der Jüngste in der Gruppe, auch mehrfacher Junioren-Staatsmeister und eben heuer auch Starter bei der Weltmeisterschaft, Christoph Kasall. Die erste Vorführung wird sein eine Kata. Also Kata ist ein genauer Ablauf von Angriffstechniken und Abwehrtechniken. Normalerweise, wenn ein Karateka Kata praktiziert, dann sieht man aber keine Gegner. Heute werden wir euch die Kata vorführen und immer dazu die Anwendung zeigen. Das Kata-Training ist ganz essentiell im Karate, dass man eben kräftige und saubere Techniken lernt. Es gibt sehr viele solche Kata, heute wird die Kata Sojin vorgeführt. Bitte. Sojin!
für eure Aufmerksamkeit. Also wenn jemand Interesse hat, eine japanische Kampfkunst zu lernen im Yamato-Verein, seid ihr sicher super aufgehoben. www.karate-tirol.at. Wir haben eh ein paar Flyer ausgeteilt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Vergnügen mit The Legend of Ant. Danke!